und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, freut mich wirklich richtig sehr dolle, dieses Video mit euch zu teilen. Ich habe mich wirklich schon extrem gefreut. Und zwar habe ich ein Restaurant, nein, es war ja ein Kaffeehaus getestet. Und zwar handelt es sich um das Kaffeehaus im zweiten Bezirk namens Café Little Britain. Wie der Name schon sagt, ist es ein englisches Kaffeehaus mitten in Wien im zweiten Bezirk. Damit es nicht allzu kompliziert wird und durcheinander, habe ich es in Kategorien eingeteilt und ich möchte jeder Kategorie Punkte bzw. Sterne geben und zu jedem Punkt auch etwas sagen und dann eine Gesamtbewertung machen. Genau, also ich habe die Kategorie Essen natürlich, Preis, Leistungsverhältnis, Anbindung, also wie man hinkommt etc., dann Bedienung, Sauberkeit und ja, das war's, genau, diese Kategorien. Beginnen wir mit der Bedienung. Dazu möchte ich gleich mal sagen, uns hat sofort eine Kellnerin wirklich sehr, sehr nett begrüßt und gesagt, ja, dass leider alles reserviert ist, aber dass wir uns bis 11 Uhr auf diesem Platz, also draußen was aussuchen dürfen. Und das war wirklich ein großes Glück, weil wir waren bereits um 9:30 Uhr, glaube ich, dort. Und es war wirklich ein großes Glück, wie gesagt, dass wir schon so früh dort waren, weil es wurde dann im Laufe der Zeit richtig, richtig voll. Scheinbar ist dieses Kaffeehaus sehr beliebt, weil es sind dann wirklich Schlangen dort gestanden, die gewartet haben, dass sie einen Platz bekommen. Also das ist schon mal richtig und das ist schon mal ein Tipp am Rande. Wenn ihr das Kaffeehaus besuchen wollt, dann geht es auf jeden Fall früh dorthin. Vor allem am Wochenende, ich war ja am Wochenende dort. Vielleicht ist es unter der Woche nicht so, aber ich glaube generell ist es einfach ein sehr beliebtes Kaffeehaus. Und lass mich dir kurz noch weiter zur Kellnerin etwas sagen. Also ich habe schon lange nicht mehr so eine herzliche und liebevolle Kellnerin gehabt, wie diese war. Also die war wirklich richtig lieb und auch ein bisschen lustig, hat auch ein bisschen gescherzt und so weiter. Und wer Wien nicht kennt, in Wien ist ja das ein bisschen eine Seltenheit, also es ist schon besser geworden. Aber Wien ist ja bekannt dafür, für die kantigen Kaffeehaus-Kellner und Kellnerinnen. Also Kategorie Bedienung auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Kommen wir zum Ambiente. Das Ambiente war, finde ich, sehr nett eingerichtet. Also sie hatten wirklich schönes Geschirr und auch schöne Deko und schöne Servetten etc. Es hat alles auch sehr britisch ausgeschaut, also sehr, ja, wie gesagt, britisch. Und das Einzige, was ich beim Ambiente auszusetzen haben würde, wenn ich jetzt ganz kleinlich bin, dann ist das einfach, dass es dort etwas wenig Platz gibt. Aber das hat ja nicht wirklich was mit dem Ambiente zu tun. Also da will ich dann leider einen halben Stern abziehen. Das heißt, Ambiente 4,5 Sterne. Aber trotzdem möchte ich nochmal betonen, es ist sonst ein sehr schönes Kaffeehaus. Ja, kommen wir zum wichtigsten Teil, wie ich finde, das Essen. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja dann auch gesättigt und wohlgesättigt hinausgehen. Und dazu möchte ich dir sagen, das war wirklich extrem lecker. Ich habe mir einen French Toast bestellt und meine Freundin ein Tamcakes. Dazu habe ich ein kleines Video aufgenommen. Das seht ihr gleich, das werde ich dann im Anschluss hinzufügen. Da könnt ihr euch das dann auch anschauen, wie das Essen ausgeschaut hat. Also das Essen hat natürlich 5 von 5 Punkten, weil es war richtig gut. Ich habe mir, wie gesagt, einen French Toast bestellt mit Ahornsirup und Zimt und Zucker und ein paar kalten Früchten. Und meine Freundin hatte Pancakes mit so einer Creme, glaube ich, drauf und Heidelbeeren, heiße Heidelbeeren, wenn ich mich nicht täusche. Und das hat auf jeden Fall extrem lecker ausgeschaut. Ihr werdet das gleich im Video sehen. Und ja, also war richtig gut. Und der Kaffee hat übrigens auch sehr gut geschmeckt. So viel zum Essen. Also es gab außerdem übrigens auch noch ganz viele leckere Torten und Kuchen. Die haben wirklich richtig gut ausgeschaut. Also wirklich toll. Da hätte ich jeden gern probiert. Ich habe dann schlussendlich ein Bananenbrot mit Schlagobers bestellt. Das war auch richtig gut, sehr flaumig. Und es waren auch so kleine Schokostückchen im Bananenbrot drinnen, was ich auch richtig gut fand.
Aber wenn ich mich nicht täusche, war das Bananenbrot nicht vegan. Ich meine, vielleicht stimmt es auch nicht, aber für mich hat sich das so, es hat so geschmeckt, als wären da Eier drinnen. Also wenn du jetzt vegan bist, dann würde ich nochmal nachfragen, ob das auch vegan ist. Aber ich bin ja nicht vegan, deswegen habe ich es sehr gerne gegessen. Ich bin Vegetarierin. Ja, kommen wir schon zum Preis. Der Preis ist, finde ich, mittelklassig, also sehr normal mittlerweile schon, würde ich fast sagen. Ich glaube, dass der French Toast so circa 9 € gekostet hat, was ich für die Portion auch richtig, also gut finde und in Ordnung. Und also Preis-Leistung auch 5 Punkte, weil ich sie einfach top fand. Ja, die Anbindung war auch recht gut. Also das Kaffeehaus ist, wie gesagt, im zweiten Bezirk bei der Oberstation Griau mit der Linie U2 fährt man dorthin. Und eigentlich ist das Kaffeehaus in der Nähe von der U2-Station Griau, wie gesagt. Man geht circa 3 bis 4 Minuten hin. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und würde dementsprechend auch 4 Punkte geben, weil ich finde, perfekt ist es nicht, dass man, also die Anbindung, perfekt wäre für mich dann wirklich, wenn man aussteigt und direkt ein paar Schritte nur geht und das Kaffeehaus ist da. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen kleinlich, also es hat auch voll gepasst so. Aber trotzdem, genau, 4 Punkte für die Anbindung. Ja, dann bleibt nur noch die Sauberkeit. Die Sauberkeit fand ich auch optimal und hat alles gepasst. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch, wie das Ganze ausgeschaut hat. Und ihr seht das jetzt im nächsten Video. Also ich habe ein Video angehängt. Viel Spaß! Wir sind jetzt im Café in Little Britain, heißt es so? Little Britain, ja. Britain. Und ihr seht schon, das schaut super aus. Ich bin schon so gespannt, wie es schmeckt. Und ich werde euch nachher dann berichten. Weil beim Essen möchte ich mich nicht so gerne filmen. Aber es schaut echt sehr gut aus. Ich hab French Toast bestellt und sie hat Pancakes bestellt. Schaut alles wunderbar aus. Und jetzt lassen wir es mal schmecken. Ja, kommen wir zur Gesamtbewertung. Die Gesamtbewertung fällt auch richtig gut aus, wenn ihr gesehen habt, das Essen ist einfach top und die Kellnerinnen waren so lieb und bemüht und es hat eigentlich alles gepasst, außer zwei Kleinigkeiten, die ich euch schon genannt habe. Also das war einmal das Ambiente, das war mir ein bisschen zu eng, aber und die Anbindung. Und deswegen ist meine Gesamtbewertung 4,9 Sterne, also fast 5 Sterne. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video ist mal was ganz anderes. Und wenn ihr mal in Wien seid, dann könnt ihr das Lokal unbedingt testen und mir dann schreiben, wie ihr es gefunden habt. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Abo da lässt und mir ein Like da lässt, wenn es dir gefallen hat. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!